Hallo Leute, ich bin Unwald von Willkommen zu einer weiteren Folge von Subverse. Ja Leute, seit der letzten Folge sind 2 Tage vergangen und ich wollte euch etwas zeigen. Ich habe ja gesagt, dass ich mir Sorgen mache, dass die irgendwie mit dem Mantico was zu tun hat. Allerdings könnte es sein, dass ich total daneben liege. Denn Leute, wenn wir in den Lockerraum gehen, steht da diese hier und die hat auch was zu meckern. Und zwar bei ihr ist es die Portion 20. So I downloaded one of your old movies the other day. Ooh, did you now? I still can't get over how your government thought it was okay to put such a lethally sexy Sheila in such garbage. Tell me about it. Now that I'm here on the Mary Celeste and I've got access to all this amazing HoloNet porn, it's actually making me jealous. You guys really know how to gape a butthole with style. That we do. We're like total amateurs compared to you guys. Back when New Vegas was still shooting skin flicks, I saw bright-eyed starlets popping up in solar content on a daily basis. And they looked like they were having so much fun. I might be the most famous KAV star, but how was I supposed to compete with these girls for the Galaxy title when they were taking all kinds of dick up their ass and I was stuck doing basic shit like faking penetrations? I mean, I didn't even get to work with any male talent. How lame is that? Griffin Nebula girls were getting stretched in all kinds of ways and I was stuck in idle bullshit central. It wasn't all bad though, right? You probably got some good fucking in when you were off camera, yeah? Oh, you poor thing. You have no idea. First off, the guys are like half your size. For most basic-ass cloy girls, that's good enough. But my holes don't just want to be satisfied. They want to be destroyed. And everything is always so goddamn slow. With the hands gently caressing your face while they softly kiss your ears and neck and whisper sweet nothings. Ah, it's horrible. It seriously made me want to kill myself. What about the girls? They're even worse. Most of them don't even eat pussy because they don't want to ruin their lipstick. Things are so much better here. It's been amazing slutting it up with you and the girls every chance I get. Anything you haven't done yet that you really want to try? Of course. But it's something that might put the crew in danger. And I'm really trying hard not to put other people in mortal danger for the sake of my orgasms again. There's gotta be something less dangerous we can do for you. There is. But Lily said it was gonna take a few months to design a tentacle that could get that far up my ass, so I'm just playing the waiting game now. Don't worry though, I can keep myself plenty busy. Sounds good. So, half my size, huh? Oh, sweetie, you're so adorable. Trust me, you're all set in that department. Might want to consider shaving your back, though. So. Ja, und dann hatte sie doch zu meckern. So. Jetzt ist noch eine Sache, Leute. Und zwar, wir haben zwar die neue, aber nicht direkt. Also, wir müssen das hier machen, um die neue dann zu bekommen. So richtig zu bekommen. Also dieser Daikon, Taron. Maternus, da müssen wir hin. Also ich schau mal nach, ob wir heute doch die machen. Maternus. Hier, irgendwo. Maternus, hier ist das. Die Frage ist, sollen wir das machen? Dann muss ich mir das merken, dass wir das Ganze gemacht haben. Ich wollte entweder hier die beiden machen oder hier anfangen. Aber wir machen mal Maternus. Weil, wie viel? 5? Okay. Okay.
damit wir die halt haben. Wir haben sie nicht so richtig, also die kämpft für uns, aber so richtig haben wir sie nicht, weil wir ihre Aufgabe noch nicht gemacht haben. Sie sind beide 16. Ich weiß nicht, ob ich die leveln muss. Taran, was geht? Ich riskiere, sie nicht zu leveln, aber... Das ist mein Blei. Oh Mann. Oh Mann. Okay. Mit den einen kommen wir klar. Schalt die Klimaanlage an. Sollte eigentlich unsere haben. Na ja, komm schon. Den einen haben wir. Aber ich glaube, das war der Kleine, den wir gehabt haben. So, ich bin schon wieder irgendwo da, wo ich nicht sein sollte. Ja, total viele Explosions und total viele Geschosse, was hier jetzt rumfliegen. Aua. Jetzt ist die Frage. Ja, sag das mal den Entwickler, dass sie zu viel Steine hier reingelegt haben. Oder den Meteoriten halt. Фрейс, май, бляй. Ich glaube, die stirbt langsam. Verreckt doch alle. Verreckt. Oh Mann, ich bin schon wieder in der Falle getappt. Ich mache immer den gleichen Fehler. Kleinen sind nervig. Target. Oh, it's over already. So. Nur noch vier. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt die Aufgabe von ihr. Da müssen wir jetzt machen. Kann sein, dass ich schneiden muss. Ja. Hochwahrscheinlich, dass ich schneiden muss. Hier, da ist der fünfte. Gruppenkampf. Ja, jetzt gucken wir mal. Ey! Ich hab gesagt ja, nicht nein. Hallo. So, jetzt ist die Frage, wem nehmen wir? Level 16, ich glaube, ich nehme die. Oh Mann. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut.
Die ist heftig. Warum treffe ich keinen? Das ist das Problem. Ich kann keinen treffen. Oh ja. Das Problem ist, wir müssen die killen. Wir müssen die killen. Weil die heilt sie. Aua. So, das war's. Backpack. Das bringt nichts, solange die sie heilt. Bringt einfach nichts. Zumindest den Schutzschild nehmen wir mal runter. Shit. Killen wir die mal. So, es wird keiner jetzt geheilt. Das Problem ist, dass die da nicht weiterkommt. Also er hier. Die Horsecan. So werde ich jetzt ab jetzt diese Kanone nennen. Die Horsecan. Aua. Shit. Nochmal Explosions. Töten wir. The horse gun is dead. Okay. So. Es geht um die Aufgabe von ihr. Das heißt, wir müssen zurück. Okay. Kann sein, dass ich, wie gesagt, schneiden muss. Wenn ja, tut mir sorry. Den Tempel auf. Wir sind irgendwo auf dem Tempel. Cool. Vor allem der Shuttle, der sieht so cool aus. Lass uns kämpfen. Oh nein. I wanted to inform you that the mini stealth drive that Dalek was working on is now operation. If you keep still. Warum ist es so dunkel? Stop! If it overlaps with the enemy drones, they'll catch us. Warum sehe ich hier nichts? Warum ist es so dunkel? Oh Leute, ich sehe hier nichts. Oh.
Aua. Doch weh. Ja, schön wär's, aber ich glaube, der nimmt keinen Schaden. Der nimmt einfach keinen Schaden. Ja, und der nimmt keinen Schaden, der hat Schutzschild. Der nimmt gar keinen Schaden. Aber schnell weg, schnell weg. Ja, das ist doch... Mann, lass mich mal Schilder hochladen. Und was jetzt? Der nimmt auch keinen Schaden. Hier kommen wir nicht durch. Da kommen wir durch. Das ist bestimmt der falsche Weg. Ja, da habe ich mir doch gedacht, dass es vorbei. Ah, nein. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut, Leute. Oh Mann. Also gut. Ich gehe durch. Jetzt probieren wir mal den anderen Weg. Oh. Oder ist es egal, welchen Weg wir gehen, ne? Penetration, ja, sehr viel Penetration. Ich will nicht Penetration werden. Lass mich zufrieden, ihr Blöden. Ja, aber wie soll ich da... Aua. Wie soll ich da durchkommen? Sag mir mal das. Ah, Mist. Ich probiere aber nochmal. Ich probiere das nochmal, Leute. Wenn das nicht geht, dann geht's halt eben nicht. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll. Also... Ohne... Also, hier ist glaube ich. Hier ist glaube ich einfacher. Wobei. Komm. Mal. Hier durch. Dadurch. Also ich schieße. Aber es passiert nichts. Und die Tür geht nicht auf. Vergiss es. Also... Ah, Hilfe! Hilfe! Ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr da. Lass mich zufrieden, ihr Blöden. Kann ich irgendwie hier durch? Nein, kann ich nicht, aua. Dann skippe ich das Ganze, Leute. Ich skippe einfach. Ich weiß nicht, also wir können das nochmal aufprobieren. Aber wenn was, skippe ich das. Weil, erstens... Dann durch. Nein. Die haben jetzt Schutzschilde. Die kriege ich auch nicht. Weg. Also die haben Schutzschilde. Die kriege ich nicht weg.
Oh. Hierhin. Penetration, Mann. Ich werde gejagt. Wie komme ich da weg? Wie kriege ich das hin? Also ich muss irgendwas hier machen. Aber jetzt muss ich hier irgendwie weg. Ich glaube, wir haben die Tür freigesprengt. Nein! Verdammt, lasst mich in Ruhe! Ich glaube, wir haben die Tür freigesprengt, genau. Okay, Ey, nochmal. Nochmal. So. Nein. Ich bin in der Falle. Bin ich hier? Aufpassen. Auf Bosse. Nein! Oh, scheiß Mauern. Scheiß Wände. Bewegliche Wände. Aber ich will diese Mission durchhaben. So. Jetzt aber. Daneben. Blöder Arsch. Hier ist noch sehr dunkel. Das macht mich irgendwie zu schaffen. Ich bin durch. Ui. Hilfe, kommt einer. Da, schnell. Hier rein. Jetzt warten wir ab. Dann links. Hier rein. Oh. Ich warte mir ab. Durch. Hier rein. Irgendwie. Hier kommen wir nicht durch. Also irgendwie war das der Weg falsch. Hier durch. Hier durch. Schnell. Oh, das war knapp. Wow. Hier durch. Hier durch. Der Weg ist wieder falsch. Das heißt, wir müssen das irgendwie hier durchschaffen. Hier durch. Geht da weg, geht da weg. Hier. Aua. Hier rein. Scheiße. Hier rein. Wir müssen da reinkommen. Also, wie kann ich, ohne dass er jetzt, also ohne dass der Letzte mich jetzt bemerkt, wie komme ich da durch? Also, das begreife ich nicht. Also, in der Richtung. Ohne dass er jetzt mich bemerkt, wie komme ich da durch? Also, das ist... Ich wollte sagen, das ist jetzt unser letzter Versuch. Da kommen wir gar nicht durch. Ne? Also da können wir von gessen. Warum kriege ich die nicht kaputt? Das ist unfair, Mann. Entwickler, ihr seid doch bescheuert. Also ich überspringe die Mission, Leute. Es gibt die Mission. Fertig. Weil das ist... Boah. Aber wir haben ihre Mission. Wir haben ihre Mission.
We made it. Nice job. And sorry about the, you know, mess. No worries. This isn't even close to the largest amount of ejaculate I've dealt with in one day. Oh, really? Once this mission's over, maybe we can change that. Okay, Leute, da muss ich nochmal schneiden. Ich werde da ein Stückchen rausschneiden, das werdet ihr aber nicht bemerken. Wir haben es. Wir haben jetzt ihre Mission und wir haben jetzt neue Quests bekommen und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es tut mir leid, Leute, aber diese Mission ist einfach nur viel zu hart. Also ich habe versucht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lone Wolf, haut rein.